Moin, moin, mein Name ist Sergeant Heinrich und willkommen zurück zu Space Hulk Tactics. Ich habe hier nochmal eine kleine Mission nebenbei gemacht und ja, jetzt sind wir quasi hier. Hier ist irgendwas. Xenos sammeln sich vor uns. Energiekern gefunden, Bruder Sergeant. Das Portal vor uns ist nun aktiv. Ach, das da. So, aber wir grasen mal weiter ab. Also wir nehmen jetzt mal nicht den Schlüssel, den brauchen wir wahrscheinlich, um dahin zu kommen. Ach so, wir müssen wahrscheinlich... Xenos sammeln sich vor uns, die haben hinter uns zugemacht. Ja, wir... Du findest eine alte, defekte Konsole zur Steuerung des Lüftungssystems des Schiffs. Du kannst, wenn du willst, alle Türen öffnen. Und so den Zugang zu allen Kammern erhalten. Aber das wird die Pilzsporen noch weiter verbreiten. Eine Alternative wäre es, alle Kammern abzuriegeln und so zu versuchen, das Ausmaß des Befalls zu verringern. Die Wahl wird die Pilzlevel bei der nächsten Mission beeinflussen. Ich würde sagen, wir lassen mal die Türen zu. Nicht nur um die Pilze einzudämmen, vielleicht sogar auch um die Genestealer einzudämmen. Der Befall wurde eingedämmt. Das wird dir bei deiner nächsten Mission helfen. Aber dir entgehen einige mögliche Ressourcen. Ach, scheiße, das habe ich nicht bedacht. Schießendreck. Super, jetzt kommen wir hier an. Da kommen wir jetzt nicht hin, aber hier können wir noch lang. Hier ist bestimmt noch ein Energiekern. Ach Gott, oh Gott. Lazaro. Nee, nee, nee. Wir lassen keinen von. Wir lassen Lazaro nicht zurück. Nein! Ich hab drauf geklickt. Das wollte ich doch gar nicht. Lazaro, das ist einer von unseren schweren Leuten. Och, scheiße, der fällt uns dann in der nächsten Schlacht. Ah, oh, fuck. Ich wollte eigentlich. Das kommt davon, wenn man sich einmal verklickt. Hier ist irgendwas. Du findest eine alte Maschine, mit der Frachtdrohnen und Ressourcen durch das Raumschiff befördert werden können. Du reparierst sie und kannst du vielleicht, was? Wenn du sie reparierst, kannst du sie vielleicht verwenden. Okay, entsende Bauteile in die Gebiete des Schiffs, die noch vor dir liegen. Entsende explosive Treibstofftanks in Gebiete des Schiffs, die noch vor dir liegen. Warum Treibstofftanks? Um die Luft zu jagen. Entsende Geschütze in Gebiete des Schiffs, die noch vor dir liegen, und töte Tyrannien. Bauteil. Ach so, Treibstofftanks, dann haben wir wahrscheinlich in den Maps vielleicht ein paar Explosivfässer mehr. Und hier mal vielleicht ein paar Geschütze mehr. Ich nehme die Bauteile. Ach, jetzt ist unten ein Bauteil aufgeploppt. Toll. Tolle Wurst. So, dann gehen wir mal hier weiter. Hier ist irgendwas. Der letzte Energiekern, Sergeant. So, jetzt können wir hier quasi wieder weg. Teleporter, Teleporter, Teleporter. Ach, der teleportiert mich dahin. Das heißt, ich komme auch gar nicht zurück. Ach, was für eine Verarsche. Ja, hier ist ja was aufgeploppt. Ein Vorteil für uns. Dann hätten wir doch alle Türen offen lassen sollen. So. Aber auch hier der Vorteil ist leider nicht da. Egal. Dann machen wir mal die Mission. Dritte den Detonation. Wir bestätigen. Brother Captain, we're approaching the energy core of an Ork battleship. Understood. Have you found any more data that might help locate the Emperor's seal? Not yet, my lord. For the moment, we will remain on task to locate the next detonation waypoint. Proceed, but once you have done so, resume your search for the relic. It is here. I sense its presence, my brothers. Since we first arrived in this system, a strange pressure has been building in my thoughts. I believe it to be an omen from the Angel. Now, I understand.
The seal must be psionically charged, like a beacon for psychers. As each of us is bound to the Emperor in his very blood, any Space Marine psyker must be able to connect to the spiritual essence of this sacred relic. Mm-hmm. I will trust in you to lead our brothers to it, Hagios. May the throne illuminate your path. Tja, möge der Imperator unser aller Pfad erleuchten. So, wir kriegen Clown, wenn wir das Energie-Clown. Für Armando und Madril und 1280, Bauteile. Ja, komm. Dann machen wir mal. Oh, no. Was haben wir hier? Wir haben nur den Bruder mit dem Flamer. Der Onkel Doc ist da. Kann ich dich wechseln mit dem Skriptor? Der Skriptor ist sowas von wichtig. Scheiße. Na gut, wir können mal mit dem Onkel Doc mal Folgendes machen. Der Onkel Doc hilft ja, glaube ich, nur Leuten, die vor ihm sind. Wir können ja mal dieses Combo testen, dass der Doc hinter dem Sergeant läuft und der Sergeant alles niedermäht. Ich glaube zwar nicht dran, aber da wir ja den anderen mit der schweren Waffe nicht haben, müssen wir ja mal erfinderisch werden. Müssen wir mal gucken, wie wir das gleich hinkriegen. Aber ich gehe davon aus, dass der Sergeant beim ersten Angriff gegen Symbionten stirbt. Sergeant, deploy your squad at the energy core. Access will be prevented by those blast doors, and nothing less than a macro cannon will breach them. You must seek out and activate the door control panels in order to proceed. Perhaps the Space Wolves secured the doors to keep out the Gene Stealers and preserve the relic. Orders received and understood, Brother Captain, but be advised we will need to choose our priorities once the next charge is in place. The search for the seal, deploying the charges, retrieving the bodies of Gene Stealers. I'm afraid it would be almost impossible to fulfill all three objectives. On this, we are in agreement, Tahario. Gute Sache, ne? Wo ist der Schalter? Okay, hier ist ein Spawnpunkt. Wir haben 4 Spawnpunkte, wenn ich mal auf die Map gucke. Da ist ein Schalterchen, eine Konsole. Hier ist ein Spawnpunkt, Spawnpunkt. Die Tür. Krank, hier Fass. Ah, auch eine Konsole. Wir haben 2 Konsolen. Mal beide betätigen oder nur eine? Also wie das klang, jetzt nur eine, ne? Wäre es am einfachsten, wenn wir einfach hier gerade hochgehen? Konsole und dann schnell hier hin und zack. Aber hier sind ja 2 Spawnpunkte, das heißt, hier kriegen wir große Feindwelle, aber. Wie wir es machen, das wird nicht leicht. Ich würde sagen, wir gehen hier lang. Na, wir gehen hier lang. Wir können ja mit dem Skriptor hier mal blockieren. Das sollte uns hier 1-2 Runden Zeit geben, bis wir hier so quasi sind. Und dann sind wahrscheinlich auch schon die anderen Gegner hier. Das heißt, sie können nur von da kommen. Erst wenn wir die Tür aufmachen, können sie von anderen Seiten kommen. Und die haben halt auch einen weiten Weg. Das sollte klappen. Müssen wir ein bisschen umdisponieren. Der letzte Mann diesmal ist der Flamer. Den werde ich mal hier hinstellen. Der kann hier ein bisschen den, oder der wird der letzte Mann sein und immer uns den Rückweg quasi die Gänge in Brand setzen. Dann kommt ein Bruder mit Waffe. Dann kommt unser allmächtiger Sergeant, der beim ersten Angriff sterben wird. Dann kommt Onkel Doc. Ready. Und dann kommt unser Skriptor. Eigentlich neben den Leuten mit den schweren Waffen meine Lieblingsfigur hier in diesem Spiel. Die anderen haben mich nicht so überzeugt. Also die mit schweren Waffen sind gut und der Skriptor, weil er Wege blockieren kann.
Captain, this is Inquisitor Marburg. My servitors have been monitoring the progress of your squad. It seems that your men are moving towards objectives of their own, outside the mission parameters. What is your explanation for this? Nothing need be said. It is enough to know the Blood Angels are committed to their assignment. Der Inquisitor ist ganz schön neugierig, ne? I have no doubt of that. Although we may disagree on what your assignment is. Unsere Aufgabe ist es, alle zu töten. So weiter. For your information, my battle brothers are placing melter charges on the energy core of an Orc battleship. Does that reassure you, Lord Inquisitor? I'm sure the Fabricator General will be pleased to hear that. As for myself, well, we will discuss that further in due course. Ja, das werden wir mal anders besprechen. Genau. Ne, ich wollte hier die Ansicht wechseln. Ah, die Ansicht wechseln. So. Ja, my first auch. Du bist zu langsam. Wir könnten ja schnell laufen und dann... Ne, wir müssen diesmal nicht so viel Gänge. Das schnell laufen lassen wir mal lieber. Oder... Warte umwandeln. Ach, da muss er eh erstmal hier hin. Tür öffnen. Dann darf er noch mal ein bisschen gehen. Na, hier sieht man jetzt auch mal das Symbol, dieses Kreuz da drunter. Ich weiß nicht, ob ich da früher nicht drauf geachtet habe. Oder ob das damals doch nicht so existent war. Wir hatten ja seitdem ja, glaube ich, ein, zwei Updates. Genau. Man sieht doch hier erstmal das Kreuz, aber es war... Ja, genau. Ach, jetzt macht er wirklich nur den Vordermann. So. Lord Skriptor. Dann der Herr mit der schweren Waffe. Ach, hier ist er eh noch zu. Da kann er ja gar nicht durchschießen und flamen, weil... Naja, so müssen wir es aufschießen. Ja, das war unsere erste Runde. Bin mal gespannt, wo die ganzen Plips kommen. Oh, da kommen gleich drei. Ich hätte das doch schon mal machen sollen, die Runde, das Blocken. Und da unten kommt irgendwas Stärkeres. Da gab es eine Aufwertung. Das könnte irgendwas ein Reaperfax werden, ein Bulwark oder wie sie alle heißen. Irgendwas, was ich nicht mag auf jeden Fall. Und er hat auch schon die erste Tür geöffnet. Das heißt, wir werden dann gleich mit unseren... Nein, geht nicht. Oh, 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 oh. Das schafft der eine doch gar nicht. We shall cleanse. So, hallo, ja. Hm. Wir gehen mal einen Schritt. Ah, ja. Töte mindestens einen Jeans-Dealer in einem explosiven Fass. Mit einem explosiven Fass. Wir sind ja gerade einmal gegangen. Und ja, das Fass bewegt sich nicht, aber wir können es kaum treffen. Wir schießen einfach mal. Irgendwie nicht, ne? Das war wohl nichts. Dann gehen wir nochmal. Wir sehen das Fass an. Und ja. Toll. Brennt nur das davor. Ist ja der Hammer. Ja, excellent, Brother. Das ist ja der Hammer. Ich dachte, es gibt eine Mega-Explosion, aber nur ein Fass davor. Schade. So, dann läuft der Bruder dahin. Der Bruder. Wisdom is the beginning of fear. Ich lasse sie trotzdem hier nochmal, ich lasse die Tür hier nochmal zu. Soll der andere ruhig nochmal kommen? Soll die Tür aufmachen? Kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ich muss dann die Tür aufmachen. Und dann mache ich aus ihm Bratmaxe. Ja.
Ich bin gespannt. Ah, die Nachbarfelder. Ah, der macht auch die Nachbarfelder. Aber immer Vorsicht. Das ist gar nicht so unwichtig. Toll, jetzt laufen die zurück. Das hört ja nicht auf mit den Gegnern, Mensch. Ich vermisse irgendwie den mit der Sturmkanone. Ihr bestimmt auch, oder? Ja. Sesam, öffne dich. Und Sesam, flame dich. Nehmt das, ihr Xenos. Gesindel. Drehen wir uns schon mal. Ach, ist eigentlich die falsche Richtung gedreht. Tja. Hier kommen wir nicht weiter. Hier gibt es quasi einen Stau. Ich lasse sie kommen. Hier drehe ich mit dem Sergeant. Und mache es schon mal für den Jeans-Dealer die Tür auf. Oder... Nö, wir verteidigen. Machen Verteidigungsstellung. Aber ich mache Unterstützung mit ihmchen. Heile ich jetzt den Sergeant. Genau. So. Gott sei Dank war es nur so ein Säurespuckvieh. Ich mag die ja nicht, aber... Ich werde jetzt trotzdem mal anfangen, hier Wege zu blockieren. Und zwar möchte ich... den Weg hier blockieren, damit sie nochmal hierher laufen. Brennen wir sie halt nochmal weg. Und ich hoffe, er greift an und ich hoffe, die greifen an, damit das hier ein bisschen weniger wird und wir nächste Runde weiter vorankommen. Er hat am Anfang auch echt viele Plips gehabt, ne? Und auch gute Plips. Gut. Der ist weg. Und... Oh. Gut, im Rücken noch geschossen. Er kommt. Na komm, mach die Tür auf. So. Ach, er schlägt nicht zu. Und da kommt der nächste... bessere Jeans-Dealer. Da wird auch, da unten fand gerade eine Aufwertung statt. Und da kommen schon wieder welche. Aber oben sind es weniger geworden. Laufen auch nochmal rein. Ah, er hat seinen Job aber nicht schlecht gemacht. Vor den ganzen Jeans-Dealer, die da waren, ist er quasi nur noch einer da. Im Gegensatz zu hier unten ist das natürlich fest. Da ist ja viel los. So. Sergeant. Wollt schon mal jemanden vermöbelt. Mach mal eine Aufwertung. Mach mal eine Aufwertung. Ziele auf einen Terminator. Wenn er einen Nahkampf überlebt, erhält er plus 5 auf seinen Gegenschlag. Das interessiert mich nicht. Interessiert mich seinen Gegenschlag. Hm. Upsala. Riskieren wir es einfach, ne? Was wollen wir wetten, dass der Sergeant stirbt? Hier steht zwar 58% Sieg, 15 Unentschieden, 27 Fehlschlag. Ich glaube eher, es wird 60-70% oder 100% Fehlschlag. Ich glaube, es wird Fehlschlag. Und? Okay, ich lag falsch. Ihr hattet recht, ich lag falsch. Hier ist ja gerade eh keiner, ne? Doch da. 1... 2, 3, 4, 5, 6. Bis dahin kommt er. Das heißt, der Sergeant geht bis dahin.
Und ich sehe gerade, hier könnten sie ja auch vorbeikommen. Bruder Sergeant. Bruder Doc geht da lang. Vielleicht ist die Kombi doch nicht schlecht. Wir drehen nochmal. Und zur Überraschung sehen wir da... Oh, G-Stealer! Aber keine Aufwertung. Das sind normale. Dann nehmen wir die wieder mit. Haben den Weg gleich blockiert. Er kommt nicht weg, aber wir haben Backup. So. Wir könnten bis dahin... 8. Einer kommt von hinten einer. Das ist auch bescheiden. Das ist bescheiden, ist das, ne? Ich lass dich da nochmal hier so, ne? Und wir gehen mal mit dem Skriptor, biegen mal ab. Wir könnten auch mit dem Sergeant hier blockieren. Mit ihm weitergehen. Quasi den Schalter umlegen und hier dicht machen. Ist auch eine Idee. Die können die beiden hier alles dicht machen. Dicht, dicht, da, dicht. Und hier kann der Bruder Skriptor dann hochlaufen und sich seines Lebens freuen. Dann müssen wir aber, würde ich sagen, hier blockieren. Und er kann nochmal 6-mal blockieren. Wir machen es einfach mal einmal. They won't get through this way. Und gut ist. Ja, sind doch oben schon mal zwei Plips. Die laufen jetzt woanders lang. Das heißt, der Flamer kann ja mal eine Runde Pause machen. Und er kommt an. Okay, hab ich gesehen. Hab ich mir gedacht. So, wir machen das jetzt trotzdem. Du gehst dahin. 5. Und mehr machst du gar nicht. Der Skriptor geht hier hin. Kriegst noch ein paar Erfahrungspunkte. Und den Rest lauf. Lauf, Skriptor, lauf! So, währenddessen. Da oben sind noch keine Plips, ne? Nö, 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 da hat er nicht geplippt. Dann plippen wir jetzt hier. Wenn wir da plippen, dann kann er ja quasi hier hin und können wir ja gerade dicht machen. So, ganz wichtig, wir haben ja gerade Ihmchen vergessen. So, und wir könnten auch eigentlich den hier bis hier hinziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dass er, warte, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Dass er den Gang da abriegelt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, er kann voll marschieren und wir brauchen keine Angst haben, von der Seite angegriffen zu werden. So schaut's aus. Weiter. Trinkt man nebenbei nochmal einen Schluck. Oder voll mit Plips. Ich blockiere dich da noch ein paar Runden. Oh, er rennt. Und er kommt doch an. Oh, das habe ich doch nicht so gesehen, wie ich dachte. Scheiße. Na doch, eigentlich doch, der kommt bis dahin. So, wie oft kannst du nochmal Flamey machen? 4-mal. Na, mach's doch.
lassen wir, ach, wir lassen ihn kommen. Verbal. Haben wir da hinten schon Plips? Nö. Gut, dann drehst du dich einfach in die Richtung. Da ist auch schon einer. Wir haben uns gedreht quasi. Feuer. Gut. Hast du schon mal gut gemacht? Einmal darfst du noch. Hast du richtig gut gemacht. Toll. So. Du kriegst... Yes, Brother. Sesam, öffne dich. Lauf. So, dann können wir noch zweimal dicht machen. Ah, ich würde es hier nochmal versuchen. Weil hier wirklich gerade drei Plips sind. So, der brennt. Hat er abgebrannt. So, der hat ja eigentlich noch ein paar Tage. Hier, warte mal. Erstmal nehmen wir Karte spielen, dass wir nochmal drei neue kriegen. Danke für die nächste Runde. Die könnte man nämlich vielleicht gebrauchen, dass der Psioniker vielleicht nochmal ein paar Punkte kriegt. Oder hier, das ist auch nicht schlecht, dass die Flammen zwei Züge halten. Das ist schon mal gut. Und wir kommen. Wir müssen den Gang dicht halten. Wir können. Wir machen was anderes. Wir könnten ja quasi diesen Gang. Könnten wir mit ihm fortschreiben. Eins. Hauen. Ich versuch's mal. Mach mal auf da. Da ist keiner. Gut, ein Fehlsignal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kommen einfach nicht an. Das heißt, wir können vorlaufen. Und du hinterher. 1, 2, 3, 4. Ja, gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, öffnen, 6 sind wir hier. So, ist 10 Grad zu schwer. Joa, der kann dann immer weiter zurückgehen. Der Skriptor kommt dann auch hierher und geht dann in diese Richtung. Einer muss überleben, um diese Bomben hoch dahin zu legen. Ich glaube, wir werden gleich reihenweise fallen, aber... Ah, jetzt haben wir oben Plips. Einen zumindestens. Ah, der kommt da beim Skriptor hin. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Und da kam jetzt gar keiner. Das heißt, ich würde jetzt hier... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ja, passt ja. Wie verzählt? 3, 5... Ah, hier sind 5 und da sind 6. Dann würde ich ihn erstmal nur hier hinstellen. Ach, scheiße. Wo hat er denn welche gesehen? Hä? Ach, da kamen jetzt welche raus. Ah, was für eine Verwirrung. Ich gehe mit ihm und er zeigt da hinten... Ach, wir können die Tür schließen. Na, machen wir mal. Der kann auch 1, 2, 3. Ja, der kommt hinterher. Der wird es in einer Runde hier außen nicht schaffen. Der wird es höchstens vielleicht dadurch schaffen. Tür öffnen 1, 2. Tür öffnen 3. 4 draufgehen, 5. Ja, 6 ist ja hier. Guti gut. Wir gehen mal 2 zurück. Und haben einmal gratis Feuer. Haben einen erwischt. Er macht seinen Job nicht verkehrt. Und dann... Genau.
So, du darfst Sesam öffentlich spielen. Path to the energy core is open. Proceed at once. Gott sei Dank, ich fiel gerade ein, wir könnten ja nicht, dass wir dann, Alter, nicht, dass wir noch, boah, nicht, dass wir, noch den anderen da auf hätten betätigen müssen. Oh, Gott sei Dank nicht, ey. So, wenn wir jetzt da hingehen, haben wir 2 Punkte. Moving forward. Dann siehst du ein. 2, 3. Oh, gut. Dann. Oh, warte mal. Wir spielen erstmal die Karte. Nee. Dann müsstest du einmal gratis schießen. Dann kriegst du noch einmal schießen. Dann haben wir schon mal 2 Punkte. Nice. Flammenwerfer können wir noch gebrauchen. Tja, gehe ich mit dir nochmal 2? Er braucht ja 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir können einmal gehen. Weil noch zählt es ja mit der AP-Geschichte. Feuer. 1, ja genau, 6, er kommt nicht hin. Oh gut, haben wir nicht getroffen. Wir könnten jetzt aber den Kollegen Zeit geben. Wir haben jetzt ja was geschafft, und zwar wir haben, ja genau, ich würde jetzt einfach hier, genau, wir packen jetzt hier den Flip in. Das heißt, er muss quasi hier lang. Vielleicht kriegen wir nächste Runde nochmal so eine Skriptor-schöne Karte. Und die können dann straight reinlaufen. Und dann sind wir so weit, dass wir quasi die Sprengladung legen können. Okay, die Kombination mit Sergeant und Onkel Doktor müssen wir uns merken. Aber ich habe lieber bisher 2 schwere Waffen dabei. Ja, komm, gib Gas. Oh, oh. Waffe ist alle. Ladehemmung oder so. Er hat's. Oh. Ja, wollte ich gerade sagen, er hat überlebt, aber nein. Ich hab's gesagt, wir leben nicht lang. Jetzt heißt, der Skriptor ist von hinten freie Beute. Er macht trotzdem schon mal die Tür auf. Und er rennt hinterher. My salvation is my reward. So. Tja. Ja, 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 ja. Was machen wir denn da? Ich würde sagen, wir gehen auf Nummer sicher. Vielleicht klappt das ja. Geh da mal hin. Sensors read no signs of Adeptus Astartes power armor. The wolves did not die here. Sergeant, set your detonator and then withdraw. Jawohl. Wenn ich jetzt 4 drücke, setzt du auch wirklich? Ja, mach die Tür. Warum machst du die Tür? Hallo? Meshugge oder was? Er legt den Sprengstoff hin. Ich hab da nur die Tür zur Auswahl. Ich will nicht die Tür. Activated. Ah, er hat's schon gelegt. Ah. Gott sei Dank, ey. So, My fear is to fail. Jetzt können wir ihn nicht unterstützen. 1, 2, 3, 4, 5 tot, 6 tot. Oder 1, 2, 3, 4, noch eher tot. Ich würde sagen, wir gehen mit dem Doc. 2 Felder. Und versuchen, dass da so ein bisschen. Von da kommen sie auch.
Wir können mit dem Skriptor 1, 2, 3, 4. Wir sind ja auch schon 6. Nochmal von hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis dahin gehen. Taking up position. Wir haben noch 3 Punkte. Wir setzen den Gang in und will sagen, wir geben den. Macht trotzdem hier nochmal Schutz. Tja. Und du bist quasi, ja. Öffne die Tür. Lauf, Forrest! Lauf! Vielleicht brauchen wir dich da hinten nochmal. Der ist noch, ja, 9 Felder vom nächsten Spawnpunkt entfernt. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir mehr verlieren. Ich hoffe, dass es jetzt nach denen ihrer Runde war. Weil, ja, Sprengstoff haben wir gelegt. Jetzt sollten wir ja quasi uns raus teleportieren können. Ach ja, der kann ja da lang. Oh, jetzt habe ich nicht dran gedacht, aber... Knapp. Kann das Pfeil auch bedeuten, dass er aufdeckt, oder? Weil vorhin dachte ich auch, da wäre ein größeres Vieh, aber es waren doch normale plus 2. Nice, Kryptor, gut gemacht. Reading control signal from active charge. Good work. Gute Arbeit, finde ich auch. The seal of the Emperor of Mankind. Through space and time, through the warp and its screaming madness. I feel it. Pure and untainted. It is calling me. A vision forms. No. I cannot see clearly. A shadow in the warp blurs my visions. The Xenos pollute the images. We must continue the search. Kannst du nicht mal eine klare Version bekommen? Ja, war, finde ich, ein bisschen knifflig, aber auch nur, fand ich, weil wir den Typen mit der schweren Waffe nicht dabei hatten. Aber, wie gesagt, die Sergeant-Geschichte finde ich gar nicht schlecht. Wir haben es jetzt bisher nur einmal eingesetzt. Müssen wir mal gucken, wenn wir mal den Sergeant vielleicht durch Armado oder Madril, die die Clown haben, austauschen. Captain Ubaldo, your men are taking too long to destroy the Hulk. I remind you of your commitment to Gorgonum. Oh ja, wir tun doch schon alles, was wir können, Junge. Watch your tone, Fabricator. We answered your distress call, even though this ship was near crippled and heavy with battle wounded. I am most grateful you did, but if we lose Gorgonum, the Adeptus Mechanicus will be most displeased. They will blame your chapter for failing them. Do not try to blackmail me, Fabricator. You will regret it. If I may interject, the Space Marines have been acting upon my orders. The needs of the Ordo Xenos have priority here. Oh. Danke, Inquisitor. We cannot lose valuable production units. Gorgonum will not be sacrificed if we act swiftly. Respectfully, Captain Ubaldo, your search for these lost artifacts should be put aside for the greater good. You know what we see, Inquisitor. The signal matches the oldest patterns of the Adeptus Custodes. As faithful servants of the Emperor, we must seek it out. I will not shirk from this duty. Very well, Captain. The final word is yours. I only hope my trust is not misplaced. Tja, auch das haben wir überstanden. Das nächste Portal. Und das nächste Kapitel heißt Von Flammen verzehrt. Vorher haben wir wieder ganz viele Signale und ich denke mal ganz viele Sachen,
die wir wieder suchen müssen. Versuchen wir mal was. Wie lange geht das Video? Ach komm. Fangen wir mal kurz an. Wenn du findest eine Rettungskapsel, willst du wissen, wozu sie gut sind? Hahaha, Bruder. Die Rettungskapseln enthalten Eier der Genestealer. Okay, also wurden sie vor langer Zeit irgendwie mit Eiern oder so rangepackt? Das sind diese Kapseln, die wir wahrscheinlich manchmal so im Ladebildschirm sehen, ne? Oh, die sind umzingelt. Nein. Ja, hier werden wir jetzt mal einen Break machen. Ich gucke mir das jetzt mal an und wie gesagt, wenn es eine Map ist, die wir noch nicht hatten, werde ich gleich eine Aufnahme starten. Und wenn wir die schon hatten, spiele ich sie und für euch überspringe ich sie dann, weil ihr müsst ja nicht die alle zwei, dreimal sehen. No? Und deshalb würde ich jetzt sagen, machen wir hier, wie gesagt, einen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, könnt ihr gerne mal einen Kommentar oder ein Like da lassen. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.